Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze, dem neuesten Ableger der Donkey Kong Country Reihe. Der kam zwar schon 2014 für die Nintendo Wii U raus und wurde dann auf die Switch geportet. Deswegen kann ich es nun mit euch spielen, denn das ist das erste Let's Play auf diesem Kanal, also von mir jetzt, das original auf der Konsole aufgenommen wird, denn ich habe mir vor ja schon geraumer Zeit eine Capture Card zugelegt. Leute, die mir auf Twitch folgen, www.twitch.tv/darkbeanlp, mir da folgen, die wissen, ich habe eine Capture Card und ich streame Pokémon. Ja, und wie ihr hier seht, ich habe bereits einen 200%igen Spielstand. Das bedeutet, ich habe alle Puzzleteile und alle KONG Buchstaben eingesammelt. Und das habe ich auch in diesem Let's Play vor. Ich werde so viel machen, wie es nur geht. Ich werde mich an sehr vieles nicht mehr erinnern können, aber ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass ich dieses Spiel zu 200% geschafft habe, ohne im Internet nachzugucken, wie es geht. Und für alle, die sich mit Donkey Kong Country auskennen, die wissen, dieses Spiel ist hart. Es ist nicht so hart wie die Vorgänger. Also die SNES-Teile waren knallhart, vor allem der 2, soweit ich weiß. Deswegen fangen wir gleich einen neuen Spielmodus an. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, einen Spielmodus zu wählen. Der Funky-Modus, der Originalmodus sind die beiden Optionen. Funky Modus ist basically Easy Mode. Das bedeutet, man kann sowohl DK als auch Funky Kong spielen. Funky Kong macht das Spiel aber unglaublich einfach. Und zwar habt ihr generell auch mit DK ein Leben mehr in diesem Modus. Und Funky ist unglaublich OP. Er hat alle drei Fähigkeiten der zusätzlichen Kongs. Also er kann auch Stacheln laufen, er kann unendlich lang fliegen, schweben besser gesagt und so weiter. Also sehr stark. Deswegen spielen wir den Originalmodus. Wir spielen mit DK, ich spiele mit dem Pro Controller und wir gehen im Einzelspielermodus ins Spiel rein. Mann, das lädt aber lange, du. Ach, da. Banana. Und da sind auch Dixie, Diddy und Cranky, der Vater von DK. Auch wenn man nicht immer offiziell weiß, ist es jetzt der Vater oder der Großvater. Irgendwie beides wurde mal bestätigt. Was auch immer. Und sie feiern gerade DKs Geburtstag. Die Musik auch übelst geil. Holy shit. Und der Wind, der Eisdrache weht die Kongs hinfort. Und Donkey Kong Island wird eingefroren. Und wird zum Hauptsitz der Wikinger. Ja, so viel zur Story, ne?
Wow. Okay, DK, dann gib ihm. X und Y drücken. Ich habe jetzt X gedrückt. Bam. Und da ist er. So, wir können uns jetzt. Wir können mit A oder mit B springen. Geht beides. Meint, hier ist doch ein Secret. Ja. Ein Leben. Das ist immerhin so gut wie jedem Donkey Kong Teil der Fall. Am Anfang ist irgendwo ein Leben versteckt. Oh, das ist ja cool. Dann kommt Country Returns. Cool. Letztes Stack. So, und mit X können wir uns rollen oder wenn wir, also wenn wir laufen, rollen wir uns und wir stehen, schlagen wir mit X oder Y. So, hier, zack, hier ist auch was, oder? Ja, das erste Puzzleteil. Und im ersten Level gibt es gleich 9 zu holen. So, im Wasser können wir uns natürlich auch hier bewegen. Ja, ja, dankeschön für die Hilfe, Schwein. Ich habe den Namen... Oh, wow, das war dumm. Habe ich mich gleich vom ersten Gegner, der uns entgegentritt, treffen lassen. Das spricht schon mal gut für mich. Aber... Ich wollte euch nur den Todesscreen demonstrieren, das war alles. Dann bleiben die Puzzleteile gespeichert? Ja, sie bleiben gespeichert. Also wenn ihr stirbt, Puzzleteile bleiben gespeichert, die KONG-Buchstaben allerdings nicht. Ah, da habe ich ihn jetzt getroffen. Und hier, den können wir einfach überrollen. Da machen wir uns einfach einfach, so. Und da ist auch schon der erste KONG-Buchstabe, und zwar K. Und zwar ein kleiner Tipp, wenn ihr, eben wenn ihr euch rollt, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Wenn ihr euch rollt, könnt ihr extra weit springen. Und wenn ihr euch hier so runterrollt, da kann man jetzt, schlecht demonstrieren, aber wenn man sich runterrollt, kann man dann wieder in der Luft springen. Also das Hitboxen. So. Und die Bananen funktionieren auch wie die Münzen. Mario sammelt 100. Dann gibt's ein Leben. Scheiß Heuschrecke. Oh, das ist aber aggressiver hier, du. Ich bitte? Ich fehle hier im ersten Level, das ist unglaublich. Naja. Ich muss mich noch gewöhnen. Das kommt mit der Zeit. Am Anfang ist jeder scheiße. Na, war ja auch in Zelda Twilight Princess so. Ich habe mich erst mit der Zeit an die Steuerung gewöhnt. Jetzt ist halt nicht, jetzt habe ich nicht Problem, was für ein Emulator typisch wäre, ein Input-Delay, sondern ich habe Probleme mit dem Sound-Delay, weil ich habe minimalen, nicht mal eine Sekunde Sound-Delay wegen der Capture-Card, weil ich nicht die beste habe. Auch wenn es bei der 60S kein Problem sein sollte, aber egal. Und die Steuerung ist auch, So hier, nächstes Puzzleteil, relativ offensichtlich versteckt. Aber erwartet nicht, dass das so offensichtlich bleibt. So. Wer hier blind ist, ist seine Schuld. Ah, nee. Ich dachte, das fällt jetzt runter. Aber nee. Ihr könnt hier mit ZL oder ZR. Wenn dann ein Strich steht, können wir es uns aussuchen. Junge. Kann man so ein Ding anziehen, die am Boden sind. Oh. Oh. Go. Mandana. Oh. So. Und wenn ihr dieses Bananenrätsel lösen, gibt es auch ein Puzzleteil hier. Ein Checkpoint beim Schwein. Ich habe den Namen vom Schwein vergessen. Falls ihr den Namen vom Schwein wisst, schreibt ihn mir in die Kommentare. Und das sieht hier schon nach einem Secret aus. Sag ich doch. Und da kriegen wir unseren ersten Begleiter. Und zwar... Diddy! So, denn mit DK alleine unterwegs zu sein, ist nicht so mega geil. Deswegen haben wir DK, Diddy, und der unterstützt... Wow. Unterstützt uns mit 2 zusätzlichen Leben. Einmal... Alter! Einmal das. Ah, hier ein Herz. Haben wir unser erstes Herz gefunden. Einmal unterstützt uns mit einem Jetpack. Und zweitens mit 2 zusätzlichen Leben. So. Alter, ich bin doch echt zu scheiße. So, da... Oh.
Da ist erstmal ein Herz, das nehme ich mir mit. Dann ist hier wahrscheinlich irgendein Puzzleteil oder so. Oder ein Ballon. Ballons sind hier die One-Ups. So, sammeln wir mal die hier Bananen ein. Da gibt es manchmal was für. Wie auch in dem Fall eine ganze Bananenstaude, um genau zu sein. So, wie ich jetzt hier rankomme, ich habe keine Ahnung. Ah, so. Wir hier eben die Rolle machen. Und man hat es gesehen. Ganz kurz. Oh, den können wir jetzt aufheben. Und rumtragen. Und dann auf Gegner werfen. So. So, und zwar als Diddy, oder mit Dixie geht das auch, mit Cranky meine ich auch. Boah, kann man unendlich lange rollen mit DK. So, und hier kriegen wir die nächste Mechanik, die Fässer. So. Und hier Reaktionszeit zeigen, hier perfekt. Hier hat man nochmal eine zweite Chance gehabt. So, es gibt noch Donkey Kong Münzen. So. Hier das N mitnehmen. Hier das Leben mitnehmen, wieso nicht? So, jetzt stelle ich mich ein bisschen skillvoller an. Ich muss erstmal ins Spiel reinkommen. Weil ich will sagen, das Spiel macht übel viel Spaß. Hier haben wir nochmal ein Diddy-Fass, falls wir Diddy verloren hätten. Aber in unserem Fall heilte, würde es uns heilen. Und hier kommen schon die ersten Pinguin-Gegner. Ersten Pinguin-Gegner angekrochen. So, komm mal runter. So, diese Donkey Kong-Münzen, die nutzen wir als Währung. Ah, das sind unsere Währung. Das heißt, wir können damit auf der Overworld im Funky's Shop. In Donkey Kong Country Returns war das Cranky's Shop, aber weil Cranky jetzt ein spielbarer Charakter ist, ist es Funky's Shop. Schauen wir mal, ein Wikinger-Hase. Das ist sehr süß. Aber auch keine Gefahr für uns. So, und hier ist ein Bonus. Okay. Einfach hier hin und her rollen. Und alle Bananen einsammeln. Ich glaube, das ist nur ein Bananenbonus. Es gibt nichts dafür. Also hier nochmal ein schönes. Oder gäbe es was dafür? Falls es was dafür gäbe, hole ich es offscreen nach. Denn ich möchte euch nicht die ganze Zeit mit einem Level nerven. Das heißt, sollte ich irgendwo mal was übersehen haben, ist es nicht schlimm, weil ich mir dann schon der. Oh, das ist ein Dickerchen. Da ist das G. Und zwar merkt man, dass hier an der Scheibe, gegen die müssen wir was gegen werfen. Ich wollte rollen. So, und zwar den Kollegen hier, den können wir dagegen werfen. Boots und dann Kong haben wir. K-O-N-G. Ah ja, wir können auch übrigens so eine besondere Attacke mit ZL machen, die ist von Partner zu Partner verschieden. Mit Diddy verwandeln wir alle Gegner auf dem Screen in. Upp. Moment. So. Damit verwandeln wir alle Gegner auf dem Screen in Leben mit Diddy. Ist hier noch was? Nee. Habe ich alles? Mir fehlen 4 Puzzleteile. Ich habe wahrscheinlich eine Menge übersehen. Oder. Nee, wir sammeln nicht alle Puzzleteile. Wir sammeln alle KNG-Dinger, denn die Puzzleteile gehören nicht zu den 100% tatsächlich. Das weiß ich nämlich, weil. Ah, hier wäre sogar noch eins. Das heißt, mir fehlen nur 3. Aber ich meine, eins davon wäre halt mit hoher Wahrscheinlichkeit da bei dem Bonus gewesen. Egal, die Puzzleteile wollen wir aber nicht sammeln, wir wollen nur die KONG-Dinger sammeln. Denn die KONG-Buchstaben sind wichtig. Denn sollten wir die haben, alle, wird eine geheime Welt freigeschaltet. Deswegen KONG sammeln. Dass wir nicht alle Puzzleteile gesammelt haben, ist schade, aber KNG sind mein Main-Ziel und Puzzleteile sind so mein Nebenziel. Also falls ich alle sammle, ist schön, aber falls ich mal nicht alle sammle, ist auch nicht schlimm.
Aber KONG sind meistens sehr obvious, wo die sind. Und hier haben wir auch die Overworld. Und da unten ist auch Funky Shop, wie gesagt, in dem Flugzeug. Deswegen geht's weiter in 1-2 Bruchstrandungen. Wie hieß eigentlich das erste Level? Mangrovia Bay. Na gut, dann Bruchstrandung, los. Und vor allem, ich bemerke gerade in der Aufnahme, ich habe vergessen voreinzustellen. Ich nehme gerade nur in 30 FPS auf. Ich entschuldige mich. Im nächsten Part wird das sofort behoben. So, wir haben hier gleich hinten was gesehen, dass hier was ist. Und zwar ein Puzzleteil. In dem Level gibt es wieder 9. Also, es sind nicht immer 9. Es sind manchmal auch nur 3 Uhr. Eine Bombe, okay. In manchen... Hier unten ist doch safe was, oder? Immer alles durchsuchen. Man weiß nie, wo man was findet. So, und da seht ihr diese Gegner hier. Das ist ein Gegner mit Stacheln auf dem Kopf, beziehungsweise mit Hörnern. Das heißt, auf den können wir nicht draufspringen. Auf den müssten wir... Wow, scheiße, leckt das. Auf den müssten wir zwangsweise rollen. Und hier mit ZLZR können wir uns festhalten. Und hier diese Medaille, Donkey Kong Münze, was auch immer. Nennt sie, wie ihr wollt. What? So, hier die Bananenstaude nehmen wir noch mit. Und das Klettern fühlt sich übrigens sehr, sehr smooth an. Also, oh, und hier hätten wir gleich den zweiten Partner, der, by the way, mein Lieblingspartner ist. Ja gut, wir haben jetzt die verloren. Deswegen nehmen wir uns nun Dixie zur Hand. Denn Dixie ist anders als Diddy. Diddy lässt einen nur schweben, während Dixie einen auch etwas nach oben schweben lässt. Was durchaus, durchaus praktisch ist. In vielen Situationen. So, hier diese Box nicht zerstören. Oh, für das hätte ich nicht mal Dixie gebraucht. So, und da unten ist sehr obvious ein Bonus. Ah, jetzt ist es auch offiziell ein Bonus. So, wir müssen jetzt alle Bananen sammeln. In der vorgegebenen Zeit. Und das schaffen wir auch hier im ersten Bonus. Also vielleicht habe ich auch im ersten Level einen übersehen. Oder ich sterbe natürlich instant. Na gut. Beziehungsweise ich falle runter. Die kann man aber auch nicht wieder betreten. Man wird wieder rausgeworfen. Deswegen alle Bananen so einen Bonus sammeln. Dann kriegt man einen Puzzleteil meistens. Deswegen, das habe ich jetzt übersehen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wie gesagt, KONG sind immer noch mein Main-Ziel. Und da unten ist doch safe was, oder? Eine große Bananenstaude ist hier auf jeden Fall. So, hier mit Dixie ist man auch sehr schnell im Wasser unterwegs. Weil sie dann halt ihre Haare da benutzt. Ja, das weiß ich schon. So, aber da hinten ging es noch hoch. Und das sieht sehr merkwürdig aus. Ja, denn da ist das dritte Puzzleteil des Levels. Ah. Und übrigens, wenn wir an der Decke hängen, können wir auch stampfen. Ah, und da ist ein Beidel, wie man so schön sagt. Und wenn wir den abschmeißen, gibt es ein Puzzleteil. Und hier im Wasser gibt es nochmal Bananen. Das sieht sehr verdächtig aus hier, aber da ist tatsächlich nichts. Ey, diese Libellen, die sind so fucking merkwürdig. Ich schau mal auf ihre Augen, das ist doch nicht normal. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren etwas Kritik zum Sound da lässt, ob der Sound gut ist. Eigentlich hier genau, wenn man A gedrückt hat. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt, da rollt DK so.
Aber hier mit A können wir, wenn wir A gedrückt halten, können wir mit Dixie sehr schnell und auch sehr präzise im Wasser unterwegs sein. Also sehr, sehr nice. Und schaut euch diesen Big Boy an. Der braucht, bis der hingeht, mehrere Hits. Deswegen, und Dixie ist auch immer mein Favorit gewesen von den Begleiter-Kongs, ganz einfach wegen ihrer Fähigkeit, vor allem in späteren Leveln, vor allem in der Bonuswelt oder in anderen Leveln, ist die sehr praktisch und bietet einem Möglichkeiten, die mit Diddy oder Cranky gar nicht möglich sind. Deswegen mag ich Dixie viel lieber. So viel zu, ich mag Dixie viel lieber, schon verliere ich sie. Aber wir sind ein... Ah, da ist sie auch schon wieder. Mit dem Fass kann man auch natürlich logischerweise auch Gegner ganz einfach bekämpfen. Ach, und hier... Ah ja, und hier brauchen wir tatsächlich Dixie, weil... Genau, wenn wir A gedrückt halten, kann wir sogar solchen Strömungen widerstehen im Wasser und nach unten tauchen. Dass da jetzt der Tipp kam, fand ich jetzt relativ unnötig, denn da kommt man auch von alleine drauf. Und hier kommen wir nun raus bei einem Secret Exit. Ja, also auch Nintendo treu geblieben. Und hier, bumm, wenn wir dieses DK treffen, kriegen wir die Möglichkeit so zuzuschlagen. Aber das war nur der Secret Exit und ich glaube, der schaltet einfach nur Funky frei, kann das sein? Und die ganze Welt heißt einfach Mangroovian. Ja, und wir kommen hier zum Level 1A, aber das machen wir als letztes von der Welt. Denn jetzt machen wir die Bruchstrandung nochmal. Und zwar jetzt mit dem normalen Exit. Denn ich habe auch ganz vergessen, stimmt, das Spiel hat ja auch Secret Exits. Und wir haben hier auch in diesem Spiel, by the way, ein Inventar. Ach, da wollte ich jetzt wieder zu schnell sein. Wir haben hier auch in dem Spiel ein Inventar, so ähnlich wie New Super Mario Bros. Wii und U, dass wir halt... Ah, und hier kriegen wir nochmal eine zweite Chance für den Bonus. Vielleicht verkacke ich es diesmal nicht, indem ich dumm runterfalle. Ich falle an der gleichen Stelle runter. Ich bin so verdammt dumm. Egal. Ich soll euch unterhalten. Also wenigstens hoffe ich, dass ich das schaffe. Oh, muss ich Coin G nochmal sammeln? Oh fuck, da muss ich nochmal zurück und K holen. Das schöne... Oh nein, sag nicht, ich komme nicht mehr hoch. Doch, ich komme hoch. Und K ist ja gleich hier, deswegen muss ich nicht irgendwie mega lange suchen oder so. Und N ist da gleich auch irgendwo. So. Alter, wieso habe ich X losgelassen? Ich verdammter Idiot. So, das Puzzleteil haben wir schon geholt. Deswegen dürfte es ausgegraut sein. Ja, es ist ausgegraut. Wenn wir das sammeln, gibt es, glaube ich, kostenlos Bananenstauden. Aber mehr, glaube ich, auch nicht. Aber da unten sehe ich ein Herz, das man mal kurz einsammeln könnte. So, hier nochmal ein Leben und dann geht es auch schon in die Unterwassersektion. Da ist auch schon das N. So, hier wieder der Big Boy. Und dann geht's auch schon raus aus dem Wasser. Verdammt, Alter. Ah, hier so eine bewegende Banane. Und dafür gibt's manchmal Puzzleteile, manchmal. Aber auch Puzzleteile, manchmal Münzen, manchmal mehr Bananen. Wenn ich das schon so sehe, kriege ich echt Lust auf Bananen. Muss ich sagen. Und da oben ist auch schon das G. So, hier im Wasser. Und da hinten ist auch schon, da oben ist auch schon das Ziel.
die einfach unten drunter tauchen, dann passiert uns nichts. Und es gibt extra Bananen. Boom. Sehr schön. KNG. Easy. So, und der Part erreicht schon 25 Minuten. Es würde sich jetzt nicht lohnen, ein weiteres Level anzufangen. Deswegen machen wir mal hier Schluss. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like da, falls es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ob der Sound passt und ob irgendwie ich irgendwas verbessern könnte. Das mit den 60 FPS mache ich dann gleich, damit ich es nicht vergesse. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald. Euer Darkbean.